Hallo und herzlich willkommen zu diesem Netflix-Mini-Tipp. Wer in den letzten Tagen mal bei Netflix auf das Demnächst-Feld gelandet ist, hat bestimmt auch gesehen, was ab morgen auf Netflix erscheint. Es geht um die Serie iZombie. Und ja, Wolf of Wall Street wird auch am Mittwoch kommen. Einer der besten Filme ever. Aber darum geht's jetzt gerade nicht. Also zurück zu iZombie. Ab Mittwoch kommt die bereits 5. Staffel der Serie mit der verrückten und verfressenen Zombie-Braut. Es geht um eine Frau, die auf eine Bootsparty angegriffen wird und vom Boot fällt. Sie wacht auf und hat eine Kratzwunde am Arm. Dann merkt sie nach und nach, dass es nicht normal war, sondern ein Zombie-Angriff. Sie ist jetzt auch ein Zombie und hat, wie es auch so typisch ist, Hunger auf Gehirn. Die Serie ist sehr spannend und lustig zugleich. Ein Alltag als Zombie, was macht man sich da zu essen? Das hat sie sich auch gefragt und es wird super lustig in der Serie verpackt. Das war jetzt nur ein Anreißer aus der ersten Staffel. Natürlich kommen noch viele weitere Themen in den anderen Staffeln dazu. Aber ihre wilden Essenskreationen mit Gehirn ziehen sich durch die komplette Serie. Ab Mittwoch kommt Staffel 5 und das ist sicher für viele von euch ein Anreiz, mal mit der ersten Staffel anzufangen oder alles nochmal zu rewatchen. Da man natürlich auch ganze 5 Staffeln auf einmal jetzt gucken kann. Also, das wäre schon mit diesem Video. Habt ihr die Serie schon geguckt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Was haltet ihr von der Serie? Das könnt ihr uns auch gerne wissen lassen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, bis dahin und ciao.